Herzlich willkommen zu den Games World Daily News am Mittwoch mit folgenden Themen: Metro Exodus, neue Infos zum Open World Shooter soll es geben im Rahmen der Game Awards. L.A. Noire, Release-Termin der VR-Fassung der VR-Case-Files steht fest. Darkest Dungeon, zweiter DLC im Stil von Horror-Großmeister H.P. Lovecraft angekündigt. Und PS4 Pro, das System-Update soll Leistung der Konsole weiter verbessern. Yay! Metro Exodus, unser erstes Thema, wurde auf der diesjährigen E3 angekündigt. Danach wurde es ein bisschen still um das sehr spannende Spiel, meiner Meinung nach. Im Rahmen der Game Awards soll sich das nun ändern. Hierauf deutet jetzt ein Tweet vom Moderator von den Game Awards, nämlich Geoff Keighley, hin. In diesem bestätigt er, dass Metro Exodus einen Auftritt im Rahmen der Show haben soll. Was genau die Entwickler aber planen, das ist aktuell noch nicht bekannt. Bisher gibt es bis auf einen ersten Trailer und einige Infohappen so gut wie nichts Konkretes zu Metro. Was wir wissen ist, dass der Titel diesmal einen Open-World-Ansatz verfolgt und wir wieder in die Haut von Artyom schlüpfen. Die Game Awards finden in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember statt. Interessiert können die Veranstaltung via YouTube, Twitch und Facebook verfolgen. Ebenfalls mit dabei sein soll Hideo Kojima, wie schon letztes Jahr. Da wird er dann wahrscheinlich wieder ein paar Infos zu Death Stranding streuen. Hoffentlich ein bisschen mehr als letztes Jahr. Da war ja dieser sehr verschwurbelte Trailer dabei. Und sonst eigentlich keine Infos. Ich bin auch mal sehr gespannt jetzt auf die Game Awards. Eine spannende Show. Werde ich auf jeden Fall verfolgen. L.A. Noire, unser nächstes Thema nach einer Verschiebung. Ihr habt es ja alle mitgekriegt, haben Rockstar und Take-Two nun den offiziellen Release-Termin vom VR-Ableger von L.A. Noire bekannt gegeben, wie auf der offiziellen Website unter anderem zu lesen. Es wird das Spiel schon ab dem 15. Dezember für knapp 30 Euro zur Verfügung stehen. Auf Steam kann man das mittlerweile schon auch einsehen. Voraussetzung fürs Spielen der VR-Case-Files, wie diese VR-Adaption jetzt heißt, ist eine HTC Vive VR. Brille. Das Hauptspiel, also L.A. Noire auf Steam, braucht ihr zum Spielen nicht. Insgesamt 7 Fälle stehen in der VR-Version von L.A. Noire zur Auswahl, die speziell für Virtual Reality überarbeitet wurden. Das heißt, statt aus der Third-Person-Perspektive wird die HTC Vive dann die Variante aus der Ego-Perspektive gespielt. Und Mitte November erschien zudem eine Neuauflage des Grundspiels für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Also wer das in der klassischen Variante mit ein bisschen besserer Grafik spielen möchte, der kann das auf diesen Konsolen tun. Ist ein sehr gutes Spiel mit einer ziemlich großen, leeren, toten Open World. Macht aber irgendwie nichts. Fand ich jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, dass da nicht so besonders viel geboten wird. Viel mehr geboten wird Fans von Darkest Dungeons. Ist ja ein Hit aus dem Jahr 2016, ein Indie-Hit, der für Spielspaß und manchmal auch für Frustration sorgt. Ein großartiges Spiel bekommt jetzt einen zweiten DLC. Das hat Entwickler Red Hook Studios jetzt offiziell angekündigt. Mit The Color of Madness kommen neue Herausforderungen und Quests ins Spiel. Diese, und das ist besonders spannend, orientieren sich an den Werken von Horror-Großmeister H.P. Lovecraft. Besonders die Kurzgeschichte Die Farbe aus dem All soll dabei eine große Inspiration für die Entwickler gewesen sein. Erscheinen soll die Erweiterung im Frühjahr 2018. Zu den neuen Gegnertypen zählen hauptsächlich Aliens, die mit einem Meteoriten in der Nähe einer Farm gelandet sind. Also das vorher hauptsächlich durch Fantasy geprägte Spiel bekommt jetzt quasi einen neuen Ansatz. Ein bisschen wie WoW, wo auf einmal auch Aliens gelandet sind. Also Aliens in Fantasy-Universen, das ist gar nicht mehr so abwegig. Ich finde es aber ziemlich interessant, vor allem H.P. Lovecraft ist ja einer meiner Lieblingsautoren. Der passt auch gut in das Universum. Es ist halt auch so fucking düster, Darkest Dungeons. Ich glaube, das war schon auch beim Grundspiel schon sehr viel Inspiration von Lovecraft dabei. Mit Sicherheit PlayStation 4 Pro bzw. PlayStation 4 ist unser nächstes Thema. Die sollen nämlich beide leistungsfähiger werden. Das will ein Brancheninsider nun herausgefunden haben, wie der User Tidex auf Twitter schreibt, arbeitet Sony wohl aktuell an einem Update, das interessanterweise die Leistung der Konsole verbessern soll. Durch diverse Optimierungen am Betriebssystem soll die Power von PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro gesteigert werden. Ja, das ist eine sehr schöne Nachricht, wie ich finde, weil ich noch eine normale PS4 habe, dass auch die normale PlayStation davon profitieren soll. Vor allem bei First-Party-Titeln wie Horizon Zero Dawn und Uncharted sollen die Änderungen deutlich werden. Wann genau das besagte Update erscheint, ist bisher noch nicht bekannt. Ob Tidux überhaupt mit seiner Aussage richtig liegt, bleibt daher abzuwarten. Werden wir sehen, wenn dann alles viel schöner als auf der Xbox One X ausschaut. Ich glaube, das ist eher von der Performance her ein bisschen was. Ich schätze auch. Weil da werden ja nicht auf einmal neue 4K-Texturen jetzt reingeladen oder sonst was. Ich schätze auch nicht. Aber trotzdem immer eine gute Sache, auch eine bestehende Konsole bzw. eine
schon ein etwas in die Jahre gekommene Plattform, möchte ich jetzt sagen, noch nachträglich zu verbessern. Finde ich gut. Gibt ja immer Verbesserungsbedarf. Das ist ja immer auch so beim Ende einer Konsolengeneration, dass da die Konsole erstmal richtig ausgenutzt wird und dass da die Spiele am schönsten und am performantesten auch sind. Das stimmt. Da bin ich besonders jetzt bei der aktuellen Konsolengeneration drauf gespannt, weil da zum Start zum Beispiel die Order 1866, das sah ja schon zum Start brillant aus. Ne? Ich bin gespannt, was sie da noch rauskitzeln wollen. Da wurde halt auch nicht so viel berechnet im Hintergrund. Also es war sehr schlauchig, es sah sehr schön aus, aber es war jetzt keine Open World oder sonst irgendwas. Alles andere als schlauchig, meine Damen und Herren, ist unsere Videovorschau. Spellforce 3 haben wir hier in der Redaktion. Es folgen auch noch ein paar Videos dazu. Unter anderem auch natürlich das Testvideo von Felix. Der sitzt da noch auf Hochtouren dran. Wir haben euch aber schon mal die Collector's Edition im Video ausgepackt. Neben dem Spiel stellt da die 20 cm hohe Figur von Kommandant Sentenza wohl das Highlight dieser Sammeledition dar. Wie wertig die verarbeitet ist und was sonst noch drin ist im 130 Euro teuren Paket, das seht ihr in diesem Video. Und jetzt sehen wir uns in den Kommentaren mit der Community. Capcom wird 30 und es gibt ein neues Mega Man. Was verbindet ihr mit Mega Man und freut ihr euch auf ein neues Spiel der Serie? Das haben wir gestern gefragt. Seid ihr überhaupt Mega Man-Fans oder hättet ihr euch lieber ein Spiel zu einer anderen Capcom-Reihe gewünscht? Da schreibt der Ultralon: Ich habe noch nie Mega Man gespielt. Als ehemaliger reiner PC-Spieler, der gerade die Konsolen entdeckt, würde aber ein neuer Mega Man-Teil klasse ins Spiele-Line-Up passen. Abschrecken tut mich die doch sehr kindliche Grafik. Da muss das Game in den Tests schon ordentlich abräumen, dass ich es mir hole. Also es ist, kann man sagen, kindliche Grafik, weil es halt Comic-Stil ist, aber es ist halt perfekt für so einen Platformer und früher auf dem SNES und auf dem NES war es ja eigentlich so Top-Notch-Grafik, sah das halt einfach so aus, weil das halt Pixel-Grafik war und daran wollen sie halt einfach anknüpfen, weil das die Fans mögen. Ich schätze auch, wenn das jetzt komplett anders aussehen würde mit einem erwachsenen Hardcore-Megaman, der durch die Lande zieht und vor sich hin ballert, wird, glaube ich, nicht so gut passen. Außerdem ist das Spiel wirklich ziemlich schwer, zumindest die bisherigen Teile. Das heißt, die kindliche Grafik, die könnte da vielleicht etwas trüben. Ja, diesen das Gameplay und auch die Story, wie ich finde, sind halt nicht für Kinder geeignet, sage ich mal so. Nichts für Kinder! Wenn man da... Also als Kind hätte ich die Spiele, glaube ich, niemals durchspielen können. Ich auch nicht. Wäre mir, glaube ich, zu schwer gewesen. Thorsten Diephander schreibt, habe verschiedene Mega Man-Teile auf unterschiedlichen Konsolen gespielt. Ich erinnere mich noch an den teils deftigen und unfairen Schwierigkeitsgrad. Den neuen Mega Man-Teil werde ich auslassen, da es heute weitaus bessere Jump-and-Shoot-Spiele gibt, sagt er. Cuphead zum Beispiel. Stimmt. Cuphead ist auch ein super Teil. Shovel Knight. Sieht auch kindlich aus. Shovel Knight. Die sehen alle so kindlich aus. Ja, aber es ist halt einfach, es ist perfekt einfach für diese Genre einfach. Und unfair fand ich die damals nicht. Sie waren arschschwer, aber nicht unfair, finde ich. Master Act 2009 schreibt, mir ist es sehr wichtig, dass es nicht so eine Enttäuschung wie Mighty No. 9 wird. Was mich dennoch am Elver-Shirt ist, dass es kein Xer ist. Jeder weiß, dass Mega Man X viel besser ist. Alleine schon wegen der Rüstung, die man erweitern kann. Dennoch bin ich nicht abgeneigt, es in Betracht zu ziehen, das Game zu beschaffen. Mighty No. 9, bitte nicht nochmal. Also, da war ja auch der Serienschöpfer von Mega Man war daran beteiligt, aber es war wohl ein ziemlich großer Reinfall. War so ein Schlag ins Gesicht, alle haben sich darauf gefreut. Es war ja auch ein Kickstarter-Ding, also es wurde gebackt und alle Backer haben sich sehr darauf gefreut. Es waren auch hauptsächlich Mega Man-Fans und dann war es so eine Grütze. Diese Bäcker immer. Und Mega Man X, da scheiden sich ja die Geister. Es gibt die Fans der klassischen Mega Man-Serien, es gibt die Fans der X-Serie und jetzt kommt halt mal wieder ein klassisches Spiel. Vielleicht kommt danach ja auch wieder eins der X-Serie. Ich habe da bewusst noch nie drauf geachtet, ob das jetzt ein normales oder ein Mega Man X ist. Ich dachte immer so, ja, tut sich halt ein bisschen was. Genau. Bettwanse schreibt, mit Mega Man verbinde ich Kindheitserinnerungen. Damals, als meine Mutter noch mit mir vor dem NES gesessen hat, um mir bei Mega Man 2 mal den Endbossen zu helfen. Oh ja, da ist der Controller sehr oft, natürlich wegen purer Freude und Glückseligkeit, wegen dem Gefühl tausendsten gescheiterten Versuch durchs Wohnzimmer geflogen. Das waren noch Zeiten. Die Mega Man Teile 1 bis 10 und X1 bis X3 habe ich über die Jahre hinweg alle durchgezockt, auf Originalkonsolen natürlich. Ein neues Mega Man im Stile der alten 8-Bit-Teile würde ich mir wünschen. Das bis jetzt gezeigte Material von Mega Man 11 erinnert mich nur zu stark an Mighty No. 9, welches nicht so toll war. Nicht so toll ist gelinde gesagt. Ja. Hoffen wir es mal. Aber da ein erfahrenes Team bei Capcom dran arbeitet, schätze ich mal, dass die genau aufpassen werden, was sie mit ihrer Lizenz machen. Ja, und die haben das von Mighty No. 9 ja auch
verfolgt. Dadurch haben sie gemerkt, dass der Markt da ist, dass die Leute ein neues Mega Man haben wollen, aber dann vielleicht ein bisschen besser umgesetzt. Green Legend schreibt, Mega Man war nie so mein Ding, aber jeder seins. Ich würde lieber die Alex Kidd Reihe von Sega Master System nochmal zocken oder Turrican auf Amiga mit meine ersten Spiele überhaupt. Capcom hätte lieber einen zweiten Teil von Dragon's Dogma Dark Arisen rausbringen sollen, aber die Plattform Fans wird es freuen. Grüße an alle und du hast auch noch was. Ich habe Post gekriegt von Green Legend. Skate ist endlich da, haben wir gestern schon drüber geredet. Vielen, vielen Dank dafür, Green Legend. Freut mich wirklich sehr. Ich werde heute Abend natürlich gleich reinspielen und berichten. Das Einzige, was mich irritiert, der Klappentext ist irgendwie auf Spanisch oder so. Aber er hat dazu geschrieben, das Spiel ist auf Deutsch. Und was mich noch irritiert hat, war, dass da drin eine Karte von Saints Row ist. Okay. Alles ich weiß klar. Nicht, wie die da reingekommen ist. Falls du die brauchst, ja, dann sag Bescheid, dann schicke ich dir die wieder zurück natürlich. Andererseits ist es natürlich auch... Naja, vielleicht. Es ist auch eine spanische Karte übrigens. Im Nachhinein stellt sich daraus, dass Skate ein Saints Row Spin-off ist und das alles in der Saints Row Welt spielt. Oh mein Gott! Vielen lieben Dank, Green Legend, dafür. Ich werde berichten, wie es mir getaugt hat, dieses wunderbare Spiel. Und danke fürs Zuschauen. Der gute Red Mugen schreibt, Mega Man verbinde ich mit Frust, Wut und Verzweiflung. War mir in meiner Kindheit zu schwer und habe es dann auch groß ignoriert. Ein neuer Teil würde mich schon interessieren, hoffe nur, wird nicht wieder so frustig schwer. Was ich mir lieber wünschen würde, Okami 2. Nur leider gibt es ja das Studio nicht mehr dahinter. Was ist mit Domi passiert? Er ist so nackig im Gesicht, das kann ich dir sagen. Ich habe eine schwere Krankheit, die heißt Babam Alcis Tondere. Ich bin froh, dass er nur im Gesicht nackt ist. Der Rest ist mir egal. Auch solche schwere Krankheiten. Ja, Okami 2, aber Okami HD kommt ja raus. Schon in wenigen Tagen, oder ist es schon raus? Das müsste die Tage rauskommen, ja. Mhm. Mitte Dezember, ich glaube am 11. Bin ich auch sehr gespannt. Hab Okami leider noch nie gezockt. Ich auch noch nicht. Und ich freue mich jetzt, dass ich es auf der neuen Konsole dann zocken kann. Weil wunderbar. In guter Grafik, aber die PS2-Grafik hat mich ehrlich gesagt ein bisschen abgeschreckt. Deswegen habe ich es dann nie gezockt. Und was ist jetzt deine Krankheit? Babam Alcis Tondere heißt auf Lateinisch, ich habe mir den Bart absorbiert. Oh weh. Das ist eine schlimme Krankheit, die ich hoffe, dass du niemals bekommen wirst. Nee, das wollt ihr auch alle nicht, dass ich mir meinen Bart abrasiere. Prolo schreibt zu guter Letzt, Mega Man habe ich nicht alle gespielt, aber die, die ich gezockt habe, machten mir Spaß. Könnt ihr mir durchaus vorstellen, die Collection zu holen, wenn der Preis stimmt. Zu Mobile Games könnte ich so viel dazu schreiben, aber das wäre nicht jugendfrei. Wir haben den Prolo ja zu aufgerufen, weil es sich immer so über unsere News zu Mobile Games freut, da was zu schreiben. Aber ich kann mir, glaube ich, vorstellen, was du geschrieben hättest. Mega Man als Mobile Game. Mega Man als Mobile Game. Dungeon Keeper als Mobile Game. Das hat EA schon mal probiert und hat war, damit... War ein super Erfolg. Ja, war total. Der größte Erfolg. Das war's mit unseren News für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte hebt den Daumen. Mein persönlicher Daumen geht heute an Green Legend für dieses wunderbare Spiel. Nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, wir sehen uns morgen in alter Frische. Macht's gut.